Okay, also diesen Platz möchte ich hier hübsch machen. Ihre Quest lassen wir jetzt mal hinten anstehen, ne? Diesen Platz möchte ich hübsch machen. Alles um den, um das Ding hier rum, um den Teich rum und mit diesen zwei Bäumen und so. Das machen wir jetzt hübsch. Ich weiß nur noch ehrlich gesagt nicht genau wie. Achso, ups, das wollte ich gar nicht. Wir müssen gucken, was wir an Inventarsachen haben. Jana, du hattest, glaube ich, noch geschrieben, man kann auch einfach nur Bäume platzieren und das zählt dann auch. Aber ich will es ja richtig machen. Ich will es ja fantastisch machen, weißt du? Guck mal hier mit so einer Schaufensterpuppe, die überhaupt nicht gruselig ist, von Mickey zum Beispiel. Hm. Ich kann ein Motorrad aufstellen. Ein Teppich. Ist das dein Ernst? Ballsaal. Oh, ein Klavier. Ein Flügel. Oh, wir machen ein Piano-Eck. Hier wird Musik gemacht. Hier ist der... Ich singe doch immer so gerne bei Disney Dreamlight Valley. Ich singe doch immer so schön. Und dann müssen wir uns einfach nur einen Ort kreieren, an dem wir wirklich schön singen dürfen. Wir machen das jetzt. Wir machen jetzt einen Klavierpunkt. Warte. Warte. Ich muss erstmal kurz gucken, ja. Ich vergesse immer, wie man hier das Ding so ein bisschen dreht. Du weißt doch, wieso wir hier im Turm sind. Damit dir nichts geschieht, Kind. Mir war immer klar, der Tag wird kommen. An dem du gehen willst, das wünschst du dir sehr. Bald, doch nicht jetzt. Glaub mir, Kind. Mutter weiß mehr. Okay, warte. Ich dreh... So. Guck mal, das ist voll cool, finde ich. Weil dann ist jetzt das Ding genau in der Mitte. Warte mal, gucken wir uns das mal ganz gut an. Hier genau dazwischen. Ich finde das voll romantisch. Der See im Hintergrund, hier das Klavier zum Sitzen und zum Spielen. Ich finde das mega geil. Ich finde das voll romantisch. Nur der Stein muss weg. Ups, ach, ich drücke mal den falschen Knopf. Nur der Stein muss weg. Den mache ich gleich noch weg. Genau. Ja, der kommt ganz weg. Warte. Warte, Knopf. Oh, bitte, blablabla. X ist... Alter, das gibt's nicht. Ich spiele nie mit Xbox. Das ist das Problem. Was habt ihr denn noch geschrieben? Bastelfreude. Toffi, hast du eigentlich inzwischen Bolt gesehen? Sorry, wollte das so lange gefragt haben und immer wieder vergessen, gerade out of the blue. Ich habe tatsächlich zur Hälfte Bolt gesehen. Die Hälfte des Films habe ich nicht mitgekriegt, weil ich dann duschen gegangen bin und mein Sohn den Rest geguckt hat. Aber die eine Hälfte habe ich geguckt und ich fand den Hamster so mega lustig. Ich fand den so geil. Der Hamster war super. Den würde ich am liebsten... Ich würde nur einen Film mit nur den Hamster würde ich gerne mal gucken. So, jetzt brauchen wir noch einen Stuhl. Oder beziehungsweise hier die Klavierbank. Genau, stimmt. Ist ganz klar. So, genau. Passt. So, was machen wir noch hier hin? Den Teppich? Ach so, stimmt. Den Teppich. Oh, damit wir den Platz noch so ein kleines bisschen hervorheben können. So vielleicht? Na, es muss schon der ganze Flügel drauf, oder? So. Oh, und dann machen wir so eine Lounge-Ecke, wo die Leute dann mir zuhören können, wie ich so schön singe, ne? Übrigens, mir ist schon klar, dass ich nicht schön singen kann, Leute. Das ist mir schon klar, bewusst. Aber ich möchte das nicht wissen. Ich denke immer, ich kann toll singen. Nein, ich weiß, dass ich scheiße singen kann. Okay, warte, so. Genau, machen wir es hier so direkt an den Baum ran oder sieht das nach nichts aus? Hab ich jetzt den Baum weg? Was sagt eine Frau mit Sperma auf der Brille? Ich hab's kommen sehen. Mega lustig! Ach, Toffi, ich muss die Clips ändern. Ich hab den Baum aus Versehen weggemacht, das wollte ich nicht. Jetzt ist der Baum weg! Nein! Ich will das rückgängig machen. Nein, der Baum ist weg. Ich wollte den Baum nicht wegmachen. Ich fand das so cool mit dem Baum. Der ist jetzt weg. Tobias, hallo. Hä, wieso bist du Leute links zu sehen, Toffi? Die Gewohnheit ist bei Dreamlight Valley rechts. Nee, stimmt nicht. Ich bin eigentlich immer links bei Dreamlight Valley. Nur am ersten Stream war ich rechts. Aber dann haben die Leute gesagt...
dass ich wieder nach links dass ich nicht nach links gehen packen sollte wegen den Texten. Du kannst doch den gleichen Baum wieder hinstellen. Ja, aber ich wollte genau den, also der da halt war. Der ist noch da. Wo ist denn der? Wie kann ich den wieder hermachen? Ich will das Sofa nicht mehr. Ich setze mich da nicht hin. Soll ich mit meinen Pobacken spielen, oder? Der ist nicht mehr da, der Baum. Ach, Manu. Scheiß Baum. Im Inventar für Möbel. Ach so, echt jetzt? Ach so. Okay, warte mal. Okay. Sehe ich den nur nicht oder ist der irgendwo anders platziert? Ich hab da nichts. Oder ist der ganz unten? Ah, okay. Nee. Da seid ihr wohl falsch informiert, Leute. Einmal zurück. Ach, hier bei, bei Landschaftsgärten. Ach so, stimmt. Da unten bei Bäumen. Ja gut, aber die Frage ist, da ist der Baum halt generell. Aber ich will, dass er genauso steht wie gerade eben. Das ist das Problem. Ich weiß nicht mehr, wie der stand. Und welcher war das jetzt nochmal? Ist das der hier, der moosbewachsene Baum? Ich glaube schon, ne? Ich glaube, der Rest... Oder die Sumpfweide? Nee, ich glaube, es war die Sumpfweide, ne? So. Jetzt kann ich den halt nicht mehr platzieren. Gut, aber dann machen wir es anders. Dann machen wir es jetzt so. Wir nehmen das Ding und machen es jetzt hier hin. So. Nehmen diesen blöden Baum, der einfach verschwunden ist, ohne mich zu fragen. Ich glaube, das war der sumpfbewachsene Baum. Hier. Sumpfweide, meine ich, Entschuldigung. Und packen den hier wieder hin. So. Aber der sah vorhin besser aus. Der sieht jetzt komisch aus. Der war vorhin viel geiler. Das sieht jetzt komisch aus. Vorhin war das viel besser. Spyro, hallo. Ich bin heute zwar nur im Hintergrund, wollte aber auch etwas bei euch sein. Hab mir wieder Corona eingefangen. Oh nein, gute Besserung. Bitte nicht böse sein, wenn ich nicht viel schreibe. Ich knuddel euch alle mal schön, dass es euch gibt. Dankeschön auf jeden Fall für die netten Worte und ich wünsche dir alles Gute, gute Besserung auf jeden Fall. Gut, jetzt... Ach, ich drück schon wieder den falschen Knopf. Ach, ich mach gleich aus, ey. So, genau, wir haben jetzt die Couch. Machen wir das jetzt hier Schritt für Schritt weiter. Wir könnten noch einen dreieckigen... Ich habe gerade dreckigen Couchtisch gelesen übrigens. Dreieckigen Couchtisch, aber ich finde tatsächlich den hier irgendwie besser. Nee, nicht den da. Den da. Ach, das ist ein Regal. Das ist doch kein Regal. Hm, naja, okay. Gut, wir nehmen den Beistelltisch auf jeden Fall mal und machen hier neben das Sofa. So. Da kommt auf jeden Fall noch eine Pflanze drauf, hier, eine von denen hier, zum Beispiel die da, das düsteres Blumenarrangement. Ich finde, das sieht richtig schön düster aus. Richtig gut düster. Wieso kann ich das nicht auf den Tisch stellen? Ja, das muss auf den Boden, weißt du? Kann ich mich verarschen? Das muss auf den Boden, sowas kann nicht auf den Tisch stehen. Das ist viel zu schwer für den Tisch. Hallo? Warte mal, so. Eine Pinata. Die wäre natürlich auch lustig. Nee, ich wollte irgendwas für einen Tisch haben. Eine Nachttischlampe vielleicht. Wenn die nicht auf dem Tisch stehen darf, dann weiß ich auch nicht. Okay, geht. Einen bunten Couchtisch. Jetzt machen wir den halt hier hin, ne? So. Den Brunnen brauchen wir nicht, weil hier halt sowieso generell ja schon Wasser ist durch den kleinen Teich. Was habt ihr noch geschrieben?
glaube, ich mache wieder die Gegend unschön. Hey, das sieht voll schön aus. Celine, hallo auch auf jeden Fall an dich. Wir könnten noch eine Gitarre hinten hinpacken, falls jemand mit einstimmen möchte mit den Klavierklängen. Nun poco loco, loco, ich kenne den Text nicht, ich kenne nur poco loco. Alle, die Toffee im Stream sind, sehen, sind ein bisschen poco loco. Aber das habe ich jetzt, das war jetzt doppelt, oder? Poco loco, bis poco bedeutet ja schon ein bisschen, oder? Poco, wenig? Ja. Wie geht's dir? Man merkt, dass mir zu gut geht, ne? Wo bleibt das Freiluftklo? Das habe ich doch schon, Nathalie. Das haben wir woanders. Die Frage ist, habe ich jetzt genug? Ein Teil fehlt mir noch. Eins müssen wir hier noch hinpacken. Was machen wir jetzt hier noch hin? Kann ich mir jetzt hier hinsetzen? Ja. Das machen wir am Ende. Ein Teil muss ich hier noch hinpacken. No hablo español, señor. Ich verstehe das nicht. Coco müsste ich mir auch mal wieder ansehen. Ja, habe ich auch schon viel zu lange nicht mehr gesehen. Warte mal. Eine Himmelkommode? Den Zen-Garten vielleicht. Oder die Himmelssäule. Oder sechsmal mal. Oh, die Marmorsäulen hier noch irgendwie reinpacken. Nee, wobei, das passt irgendwie jetzt doch nicht mehr so. Eine Uhr. Oder den... Was? Ballsaal? Kandelaber? Candle? Candle schreibt man doch mit C, oder? Candle? Und auch... Ja. Was ist denn ein Kandelaber? Also labern kann ich, aber... Kandelaber? Oh, aber das sieht schön aus. Oh, komm, das machen wir hinter das Ding, oder? Hinter die... Ah. Oh, Alter. Hinter das Klavier? So? Oh, schön. Ui. Guck mal. Ist das jetzt... Das ist romantisch. Guck mal, das ist jetzt der absolut geile Punkt. Du kommst von hier... Du kommst von hier rein und denkst dir so, Alter, was für ein geiles Licht. Was ist da hinten? Ist da eine Party? Ist da einfach nur Stromverschwendung? Was passiert da? Und dann gehst du hier rum, musst um den Teich rum und dann hier, der Teich grenzt es so ein bisschen ab, genauso wie mit dem kleinen Fluss hier. Und dann hat man hier so richtig schöne Lounge mit Musik und Wasser und dann in dem Licht. Oh, ich finde das toll. Ich finde das toll. Wehe, jemand sagt, dass das hässlich ist. Ich finde das jetzt echt toll. Recht interessiert. Hallo. Armleuchter, Kandelaber und Girandolen sind Ständer für Kerzen oder Leuchten. Entschuldigung. Die sich über einen Sockel und einer zentralen Säule in mehrere Arme verzweigen und so die Aufnahme mehrerer Leuchtelemente ermöglichen. Was hast du jetzt gegoogelt, oder? Das sind nicht deine Worte. Also ein Armleuchter kenne ich, das bin ich. Aber die anderen Sachen kann ich tatsächlich jetzt... Also Kandelaber und Girandolen. Sagt mir nichts. So, jetzt kann man sich hier hinsetzen. Setz dich mal. Okay, ich sitze. Oh nein. Da macht man einmal die Gegend schön, weißt du? Und schon hängt sich das Spiel auf. Hat es das jetzt wenigstens abgespeichert? Wahrscheinlich nicht, ne? Behaltet es im Hinterkopf, wie das ausgesehen hat. Ich kann es euch nochmal schön so zeigen. Elsa, hallo übrigens. Ja, ich zeige euch das jetzt mal schön hier. Ich kann leider nichts mehr machen. Ich muss wahrscheinlich das Spiel neu starten. Es geht nichts mehr. Ich kann drücken, was ich will. Nee, geht nichts mehr.
Oh. Hatte sowas echt noch nie. Also bei mir hat sich jetzt mittlerweile angehäuft. Ich hatte jetzt, glaube ich, schon 3 oder 4 Mal Spielaufhänger. Deswegen speichere ich immer alle paar Minuten. So schwer war es bei mir tatsächlich auch noch nicht. Also schwer wie immer nicht. Kannst du in den Baumodus wechseln? Leider gar nichts. Ich kann jetzt gar nichts machen. Ich kann keinen einzigen Knopf drücken. Egal welchen Knopf, außer den Home-Button natürlich, ne? Schön ist ja immer so eine Sache. Dem Spiel scheint es nicht zu gefallen. Oh, Alter. Glaubst du ernsthaft, das Spiel hat sich aufgehangen, weil meine Dekoration so hässlich war? Das finde ich jetzt sehr, sehr bitter. Aber ich gebe nicht auf. Nein, ich habe jetzt 70 Euro in das Spiel investiert. Jetzt gebe ich das Spiel nicht so einfach auf, okay? Mein Ton schon wieder ausgegangen. Tatsächlich. Ist jetzt alles weg? Nee, sprich mit Dagobert. Ich habe das gemacht. Es hat gespeichert. Leute. So, und jetzt seid ihr dran. So viel zum Thema, ne? Das Spiel hat sich aufgehangen wegen meiner hässlichen Deko. Das Spiel hat erkannt, oh mein Gott, ich habe einen Bug gefunden, dass das Spiel hat gedacht, weiß ich, erzähle euch jetzt, was das Spiel gerade gedacht hat. Oh mein Gott, da ist ein Käfer, den muss ich jetzt erstmal platt machen. Ein Bug, ne, du verstehst. Muss ich jetzt erstmal den Käfer platt machen. Und was mache ich jetzt? Toffi hat sich so viel Mühe gegeben mit dieser Lichtung. Die Lichtung des Vertrauens übrigens, ne? Und er vertraut in mich, dem Spiel. Er vertraut mir seinen absolut geilen Skill an, den er hier in Dekoration gemacht hat. Den vertraut er mir an. Deswegen Lichtung des Vertrauens. So, und was macht das Spiel? Ganz schnell alles stehen und liegen lassen, kurz abspeichern und sich dann um den Bug kümmern. Das ist Dreamlight Valley. Das ist Dreamlight Valley. Ne, Mutter. Oh, hallo, Schatz. Na, willst du mit mir mitkommen? Ja, du kannst alles stehen und liegen lassen. Ich könnte dich auch einfach mal kurz in den Teich schubsen. War doch nur Spaß. Ich bewerf's lieber mit Dreck. Entschuldigung. Setz dich nicht auf die Couch, Toffi. Warte mal, ich will mich da mal... Ey, jetzt habe ich aber wenigstens meine Deko hier stehen. Oh, ist das schön. Oh, ich finde die toll. Also mir gefällt das. Ich finde das toll. Der Baum ist zwar falsch, das ist eigentlich nicht der richtige Baum, aber meine Güte, jetzt habe ich halt einfach... Jetzt ist es trotzdem so. Oh, schön. Jeden Tag sah ich aus dem Fenster. Jedes Mal nur das gleiche Bild. Es ist wahr, nun wird mir klar, hier fühle ich mich zu Haus. Endlich sehe ich Toffis Skill und die Schatten ziehen vorüber. Endlich sehe ich seinen Humor. Und die Dunkelheit vergeht. Es ist warm und traumhaft schön, wenn der Toffi für uns trennt. Tuneira, hallo und herzlich willkommen. Danke für den Follow. Du kommst genau rechtzeitig, wenn Toffi mal wieder ein kleines bisschen singt. Oh Gott. Hast du eine Minute Zeit? Ja, vor allen Dingen will ich wissen, ob es hier neue Frisur für mich gibt. Nein, es ist nur ein Hut da. Ich habe übrigens keine Kohle mehr, Leute. Ich habe alles Mögliche ausgegeben. Ich will dieses Top haben. Das ist Maleficent! 900, das könnte ich mir sogar irgendwie leisten. 10.000. Alter. Ein Waschbecken. Weißt, ein Waschbecken für 3.200, aber einen riesen fetten Schrank für 480. Das macht alles voll Sinn. Lass mich raten, was der Toaster kostet. 20.000? 414. Okay, ja gut. Ist ja auch ein guter Toaster. Einen schönen Tag noch. Was? Nein, ich will nicht das Zeug. Auf Wiedersehen. Und Geschirr bald. Für 2.400. Okay. Hey, Meißner Porzellan. Ich habe einen Job für dich. Meisterwerk, wunderschön. Dankeschön. Seit wann hast du Skill?
Das war ja der Witz. Ich kann ja auch nicht gut singen. Das war ja der Witz. Guten Tag, Toffee. Hier, alles super gemacht. Nun, die Lichtung ist bei dir in guten Händen, Toffee. Ich habe sie schon lange nicht mehr so schön gesehen. Mach weiter so und du wirst das Dorf in kürzester Zeit zu deinem machen. Wie wär's mit deinem kleinen Lausch? Hm? Oh. Ups. Nein! Meine Batterien sind bald leer. Okay, ich spiele noch so lange, bis die Batterien leer sind. Das ist das Blöde bei Xbox-Controller. Die laufen mit Batterien, nicht mit Akku. Frag mich nicht, wieso. Es ist aber so. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir noch mal ein ganz bisschen looten. Und dann kann ich wieder mit euch ein bisschen mehr quatschen. Ich muss eh nämlich noch mein Feld hier aufräumen. Und wenn ich das mache, kann ich mit euch quatschen. Was habt ihr denn noch so Schönes geschrieben? Nini Bini, hallo! Ach, mein Inventar ist voll. Oh. Beziehungsweise. Ah, nee, doch nicht. Soll ich dir 500.000 rüberschieben? Ja, mach mal. Aber echt Geld, ne? Also jetzt nicht in-game. Euro, meine ich. Geld sparen gibt aber auch ein Akku-Pack für die Controller. Ach so, ja, ja, klar. Die gibt es wahrscheinlich auch. Aber wir hätten sie auch gleich mit Akkus ausliefern können, oder nicht? Endlich sehe ich die Gicht. Das kann noch rüber. Das kann weg. Corazon, danke schön für den Follow. Lord Zero Time, auch an dich. Vielen, vielen Dank für den Follow. Langsam komme ich in eine Bredouille. Ich weiß nicht mehr, wohin mit dem Zeug. Das packe ich jetzt nochmal hier zu dem Fisch. Ich weiß, das gehört da eigentlich gar nicht hin, aber ich mache es jetzt einfach dahin. Ich brauche mehr Kisten. Microsoft kann sich keine Akkus leisten. Ja gut, mittlerweile, ich glaube, es ist jetzt mittlerweile sogar Gesetz geworden, dass man, in Zukunft gar keine, oder soll, glaube ich, als Gesetz kommen, dass man in Zukunft gar keine Kabel mehr drin hat. Entschuldigt, Leute. Erkältung. Weil wenn die Toilette weg ist, dann kann man nicht mehr kacken. Und dann stinkt der ganze Welt. Es soll in Zukunft keine Akkus mehr, keine Stromkabel mehr drin sein, weil die irgendwie genormt werden sollen, damit man halt eben nicht so viel Zeug, ne? Ihr wisst, was ich meine. Ja, ihr wisst. Erdbeere, guten Abend. Ich mag deinen Pullover, der sieht echt gut aus. Dankeschön. Ich würde dir sagen, habe ich selbst gemacht, aber nee. Sowas krieg ich nicht hin. Mach mal die Nachtscherben auch mal hier rein. Den Rest werde ich schon irgendwie los. Ja, und jetzt kann ich looten gehen. Entschuldigung, war wichtig, dass ich mal was hier wieder mache. So. Ohne Microsoft wäre Xbox schon 10-mal pleite gewesen und der Game Pass funktioniert halt auch nur durch Subventionen seitens des großen MS. Das weiß ich nicht. Da kenne ich mich zu wenig aus. Ich sag nur, dass ich es schön gefunden hätte, wenn der Controller Akkus gehabt hätte. Weil es halt einfach normal ist. Ich meine, wer will einen Controller mit Batterie? Das ist so oldschool. Weil in allerlei Hinsicht werden wir fortschrittlicher. Aber nein, wir haben einen Controller für eine Konsole, der über Batterie läuft. Oh, je. Yeah. Super, das braucht man ja. 2024 soll es USB-C werden. Ist aber auch wieder eine doofe Regelung, weil nicht der beste oder der neueste Stand. Ja, ich wollte sie nicht weiter. Alles gut, alles gut. Oh, das kriege ich eh nicht. Und die Zeit geht immer noch weiter. Die Musik läuft immer noch weiter. Das ist so unnütz. Na egal. Ja, also wie gesagt, ich finde es ja gut, wenn man keine Verschwendung macht und sowas. Aber wie gesagt, ich finde es gerade im Zusammenhang mit Controller einfach total dämlich. Entschuldigung, musste
Über irgendwas wollte ich noch mit euch reden. Ah, irgendein Thema war unter den Kommentaren, wo ich euch reden wollte. Heute. Also irgendwie habe ich mir überlegt, das wollte ich heute noch ansprechen. Jetzt fällt es mir nur nicht mehr ein. Was? Ah, genau, doch. Genau. Man hat mir in den Kommentaren in YouTube geschrieben, Wieso kann ich 62 Baumwolle da reinpacken? 50 ist doch das Limit. Hä? Ist das nur bei Baumwolle so oder ist das ein Bug? 50 ist doch das Limit. Hat man jetzt wieder bei der Gurke gesehen. Gibt 50 und 99 Limits. Hä? Aber warum? Wie entscheidet man das? Gemüse 50 und Material 99. Willst du mich verarschen? Warum? Wer findet das? Habe ich noch nie gesehen vorher. Okay, gut. Aber gut. Dann lassen wir es einfach so stehen. Gut. Von den Gurken habe ich jetzt noch 3 im Inventar. Ich komme gleich darauf zu sprechen, was ich sagen wollte.